Bisweilen habe ich den Eindruck, die Welt wird immer verrückter, während die Literatur immer braver wird. Wir sprechen heute über Romane, die lustvoll den Exzess ausloten. Und das sind meine Gäste. Der Publizist und Autor Jakob Augstein. Das neue Buch von Virginie Despentes behandelt eigentlich alle Themen unserer Gegenwart. Internetmobbing, Corona, MeToo, was einem so einfällt. Ein Erfolgsrezept für einen Erfolgsroman. Vor allen Dingen ist es aber ein sehr berührendes Buch über die Verständigung zwischen Menschen, wie Menschen lernen, sich zu vertrauen. Der Literaturkritiker und Autor Ijoma Mangold. Bret Easton Ellis ist wieder da und es gelingt ihm auch mit seinem neuen Roman The Shards wieder niemanden kalt zu lassen, weil dieser Mann ästhetisch so radikal und so verrückt ist, dass man nie weiß, ob man ihm moralisch auch nur einen Meter folgen kann. Aber genau das mag ich an Literatur. Die Journalistin und Autorin Shelley Kupferberg. Welche Erinnerungen bleiben am Ende eines Menschenlebens und wie schaut man auf sie? Darum geht es in diesem eindringlich poetischen und auch sehr politischen Buch von Ljudmila Ulitskaya. Kein anderer europäischer Schriftsteller wurde im ersten Drittel des vergangenen Jahrhunderts so kultisch verehrt, hat so viele andere Schriftsteller beeinflusst wie der Norweger Knut Hamsun. Und kein anderer Schriftsteller von Weltrang hat sich moralisch so unmöglich gemacht durch seine Nazi-Verehrung. Ich habe heute die Neuübersetzung des epochalen Erstlingsromans von Hamsun dabei aus dem Jahre 1890, Hunger. Und ich bin sehr gespannt auf die Diskussion. Und natürlich freue ich mich, dass Sie dabei sind, zu Hause und hier im Berliner Ensemble. Herzlich willkommen. Und wir fangen an mit Virginie Despentes, Liebes Arschloch. Bitte, Herr Augstein. Ja, Virginie Despentes ist wieder da. Es ist das erste Buch seit 5 Jahren. Ja, sie ist die Punkrockerin der französischen Literatur. Sie ist ein Star, sie sieht so aus, sie inszeniert sich so. Die Leute haben auf das Buch gewartet, haben sich gefreut, sind nicht enttäuscht. In Frankreich Riesenerfolg. Französische Autorinnen sind in Deutschland sehr beliebt. Das wird also bestimmt auch bei uns ein großer Kracher. Es geht um MeToo, Drogen, Corona, Mobbing, also die ganzen krassen Themen der Gegenwart. Als Erfolgsrezept hier zusammengerührt zum Briefroman. Klingt ein bisschen so, als wäre ich in der Werbeabteilung eines Verlages, bin ich aber nicht. Aber die hätten das Wort zusammengerührt nicht gewendet. Das hier ist ja nur der Vordergrund gewesen bisher. In Wahrheit handelt es sich nämlich um ein ganz besonders schönes und berührendes Buch, das davon handelt, wie Menschen zueinander finden, wie sie miteinander reden, wie sie sich verständigen, wie sie lernen, sich zu vertrauen, und zwar sich selbst und einander. Die Geschichte ist nicht so kompliziert, da ist ein alkoholischer Schriftsteller und eine heroinabhängige Schauspielerin, die finden im Internet zu diesem Briefroman zusammen. Er hat Ärger mit einem MeToo-Skandal. Sie sympathisiert mit dieser Feministin, die ihm die Hölle heiß macht. Aber eben auch mit diesem Mann, der sich einsichtig zeigt. Wir weißen Cis-Männer sind ja im Prinzip alle nur auf Bewährung draußen im Moment sozusagen. Und am Ende gibt es eben großes Happy End. Die Feministin landet zwar kurz in der Klapsmühle, aber der Schauspieler und die Schauspielerin und der Schriftsteller werden Freunde und lassen ihre Sucht hinter sich. Das ist manchmal sehr komisch, immer sehr berührend und am Ende unerwartet hoffnungsfroh. Und außerdem in einer fantastischen Sprache geschrieben. Ich mag diese poetische Härte dieser Autorin, dieses kunstvoll Schnoddrige, das ist schnell und fein. Und ich glaube, es gibt viele Leute, die würden gerne so schreiben wie Virginie Despentes, aber sie können es nicht. Wenn ich gleich mal einhaken darf, weder schön noch berührend, so habe ich das Ganze empfunden. Ich dachte auch, mich erwartet jetzt der MeToo-Roman schlechthin und der knallt durch die Decke. Ich weiß nicht genau, wie die Debatte in Frankreich verläuft und dass das Buch da so einen Anklang gefunden hat. Okay, interessant. Mich hat dieser Briefwechsel über weite Teile wenig überzeugt. Ich habe nämlich überhaupt gar nicht verstanden, warum diese Menschen überhaupt sich füreinander interessieren. Das ist unglaublich rotzig, schnoddrig, da gebe ich Ihnen absolut recht, formuliert, despektierlich. Das ist so eine psychische Sado-Maso-Beziehung. Und ich dachte, warum schreiben die sich dann überhaupt, wenn sie sich überhaupt nicht leiden können oder zumindest große Vorbehalte haben?
oder nur sehr einseitig, sagen wir mal so, diese Liebe ist. Denn diese Rebecca, diese Schauspielerin, ist eine Ikone des Films und wird von anderen verehrt. Aber dennoch ist das so despektierlich geschrieben, dass ich nicht verstanden habe, warum die Befindlichkeiten und Nöte eines anderen einen interessieren sollten. Einer der wichtigen Gründe, warum die zusammenfinden und die Ebene, auf der sie zusammenfinden, ist die gemeinsame Herkunft. Die kommen irgendwo aus der gleichen Ecke der Provinz. Und zufällig auch die Autorin. Vergleichsweise eher ärmeren, zurückhaltenden sozialen Verhältnissen und haben sich halt in dieser französischen Klassen- und Elitengesellschaft beide auf ihre Weise hochgekämpft und haben deshalb ein Grundverständnis füreinander, was sie sonst wahrscheinlich bei vielen Leuten, mit denen sie zu tun haben, nicht finden. Das ist das eine. Und das andere, ganz kurz, was Sie jetzt gesagt haben, Sie haben mit einem MeToo-Roman gerechnet. Ich nehme auch an, dass das so verkauft wird. Das spielt eine Rolle, aber es ist nicht die zentrale Geschichte. Eigentlich ist es ein Roman über Drogenentzug. Ich finde das auch. Das Hauptthema ist der Drogenentzug. Aufmerksamkeit, Entzug. Und das ist ein ganz tolles, ganz toll beschrieben, sehr, sehr eindringlich und auch echt berührend, mitnehmend, auch beklemmend, wie diese beiden Leute versuchen, von ihren jeweiligen Süchten zu lassen, wie sie sie beschreiben. Wie Sie sagen, welche Funktion die füreinander haben. Das ist das eigentliche Thema. Eigentlich ist es ein Drogenbuch und kein MeToo-Buch. Ich glaube, Herr Mangold, wie haben Sie das gelesen? Zwei flammende Plädoyers. Jetzt habe ich die Chance des dritten Anlaufs. Erstmal muss ich mich bekennen, ich bin ein glühender Virginie Despentes-Anhänger und Fan. Ich liebe ihren Roman, ihre Romantrilogie über Vernon Subutex, die ein großer Erfolg in Frankreich und in Deutschland war. Es ist ein unglaublich differenziertes und trotzdem knallkomisches gesellschaftliches Panorama. So anfangen mögen Sie das Buch nicht. Thea Dorn, Sie durchschauen meine rhetorischen Tricks. Aber, jetzt kommt das Aber, ganz genau. Wie eine so große Autorin, die auch mit ihrem Charisma und ihrer immer überraschenden Persönlichkeit absolut meine Sympathie hat, wie eine so große Autorin einen so flachen Roman schreiben kann, das ist mir tatsächlich schlechterdings nicht ganz vorstellbar. Ich glaube, ich sehe aber auch, wo der Grund liegt. Herr Augstein, Sie haben gerade versucht zu erklären, warum die beiden, berechtigte Nachfrage von Ihnen, warum schreiben die beiden sich überhaupt? Und dann haben Sie die große dramaturgische Schwäche völlig übergangen. Nämlich, es beginnt mit einem Instagram-Post von Oscar, wo er diese Schauspielerin Rebecca auf misogyne Art beleidigt. Und diese Grundarschlochhaftigkeit, die Handlung in Gang bringen soll, ist derart unplausibel, derart unlogisch, derart unwahrscheinlich, warum dieser Schriftsteller sich in einer solchen Weise seinen Hass und seine Misogynie öffentlich ausstellen sollte. Und das braucht es aber, um den Stein ins Rollen zu bringen. Dann schreiben die sich und sie haben sich in Wahrheit nichts zu sagen. Warum haben sie sich nichts zu sagen? Naja, weil es Virginie Despentes in diesem Roman nicht gelingt, ihre Figuren zu Leben zu erwecken. Das heißt, sie bleiben selber als Figuren so tot, dass vollkommen klar ist. Aber dem würde ich jetzt aber doch auch Entwicklung. Dann gibt es so ihr könnt das überprüfen, indem ihr euch einfach mal, es gibt drei Figuren, die dazu hören sind, drei Stimmen von Figuren. Die reden alle exakt identisch dieselbe Sprache. Virginie Despentes kann keine individualisierte Sprache ihren Figuren in den Mund legen. Die Feministin redet eine ganz eigene Sprache, die wirklich so feministische Gewalt-Rants praktisch, die sie so loslässt. Die hat aber dann zwischendurch muss man schon auch sagen, die 50-jährige Schauspielerin, also die klingen manchmal schon verdammt ähnlich. Also wenn zum Beispiel also ein Kampfruf, der Thema, was übrigens ganz wichtig ist in dem Roman, ist das Thema Altern. Das wurde noch nicht erwähnt. Das finde ich eine der stärksten Seiten. Die originellste Seite des Romans, dieses Romans ist ein, finde ich, sehr, sehr kluger, Altern, schonungsloser Roman über das Altern. Aber also wenn zum Beispiel diese Schauspielerin den lustigen Kampfruf hat, lieber verrecken als Yoga machen. Ja. Also damit Sie so eine Idee kriegen, in welcher Tonalität die Dame unterwegs ist. Oder einer meiner Lieblingswitze, wo sie sagt zu ihm, weil er ihr vorjammert, dass er gecancelt wird wegen dieser MeToo-Geschichte, wo sie zu ihm sagt, Schätzchen, wenn du was über Cancel Culture wissen willst, dann frag mal eine 50-jährige Schauspielerin und frag die mal, ob die noch gesetzt wird. Gleichzeitig gesteht sie aber ein, dass sie auf gewalttätige Männer immer gestanden hat. Kommt aber die eigentliche Pointe und dann sagt sie, sie versteht nicht, warum man sie nicht auf Männerrollen besetzt, weil sie wäre überzeugender in den Männerrollen als zwei Drittel aller französischen Schauspieler. Und das finde ich sehr, sehr lustig. Also ich habe mich bei diesem Buch doch, muss ich gestehen, verdammt amüsiert. Also ich verstehe diese Bedenken. Das passt auch zu Ihnen. Dass ich mich mit Bedenken amüsiere? Nein, das Buch. Das Buch passt zu mir. Wie meinen Sie denn das jetzt? Ja, weil, wissen Sie, das meine ich jetzt im Ernst. Das ist ein Kompliment, das meine ich ernst. Weil das Buch ist nämlich, es ist natürlich ein feministisches und ein MeToo-Buch, aber es ist halt viel zu intelligent, um in die Doofheit
dieser Cancel und ich weiß nicht was, Debatten reinzugehen. Natürlich ist das eine ganz starke, selbstbewusste Frau. Das Hauptinstrument ist schon der Witz, mit dem die arbeitet. Und ich glaube ja, das eigentliche Geheimnis dieses Buches ist, das funktioniert wie ein Vexierbild. Also ich glaube, das kann die junge Netzfeministin lesen und sagt, boah, das ist eine von uns. Und das kann jemand lesen, der eigentlich dem das alles wahnsinnig auf die Nerven geht. Und der wird sagen, die macht sich so lustig über die heutigen Mimosen. Das kommt nämlich dann alles auch vor. Ja. Der sagt, das gehört mir. Ideologisch ist das Buch nicht unraffiniert, weil jede Position wiederum in Frage gestellt wird. Vexierspiel oder Spiegel, das leuchtet mir sehr ein. Aber es wird nicht in eine überzeugende Form umgesetzt. Es ist quasi wie unendlich aneinandergereihte Leitartikel, die den Figuren, wie so Comicfiguren, wie Sprechblasen in den Mund gelegt werden. Das ist gemein. Nein, ich finde, haben schon. Ich habe auch keine Figuren gesehen. Bösartig diesem irgendwann gegenüber. Lieben die sich nämlich. Ja. Insofern, als sie sagen, Mensch, du fehlst mir richtig. Ich merke beim Schreiben, wie sehr ich dich vermisst habe. Weil die sich aneinander gewöhnen. Aber das ist absolut unschlüssig für mich. Aber der hat sie doch schon verehrt. Also die war eine Freundin seiner Schwester. Also die kennen sich seit Kindheit. Ich glaube, das haben wir noch nicht gesagt. Also der war der dumme, kleine, 7 Jahre jüngere Bruder, der immer nur gedisst worden ist, diese wahnsinnig, diese Bombe von Frau, die bei seiner Schwester, die übrigens lesbisch wurde dann, also die bei dieser Schwester rumsaß. Und der hat die schon angehimmelt als kleiner Junge. Deshalb, also dass der ihr schreibt, ist total plausibel, finde ich. Ja, so rum funktioniert es noch. Aber umgekehrt wird es dann unglaublich. Sie hasst ihn doch am Anfang auch und sagt, was bist du eigentlich, du für eine dumme Sau, halt mal deine Schnauze, bleib mal in deinem komischen Dreckswinkel da und so. Das geht ja richtig zur Sache. Und dann im Laufe der Zeit, so wie Sie es eben beschrieben haben, kippt das plötzlich so um in so eine Art so Interesse, Verständnis, Zuneigung, Freundschaft. Muss es, damit der Roman weitergeht. Nein, die therapieren sich. Aber, das ist doch Herr Mangold, Büchern. Ich verstehe jetzt nicht. Nein, aber Herr Mangold, man kann sich doch zum Schluss Friede, Freude, Eierkuchen. Das kann man vielleicht an dieser Stelle verraten. Also sich therapieren heißt... Seitiges Briefe schreiben, therapieren. Ja. Und ich meine, die beiden haben akuten Therapiebedarf. Und drogenfrei sind sie auch noch. Also insofern, das ist vielleicht ein bisschen... man sagt, okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen dicker. Ja, und so. Aber dann sagen Freunde die dazu... Freunde haben das Geschlechterproblem gelöst und die Drogen hinter sich gelassen. Hier war ein Zitat zu dem Clean-Sein, was wirklich ein ganz, ganz zentrales Thema ist, rausgeschrieben. Ich besitze wieder eine Bankkarte und habe Lust, auf der Straße zu singen. Auch ökonomisch war es eine gute Idee, clean zu werden. Das sind so Sätze, muss ich sagen, wo ich dachte, ja, das ist mir jetzt ein bisschen zu plump dafür, dass Rebecca vorher sagt, dass das Drogennehmen immer auch in einem historischen und einem politischen Kontext passiert. Mir das fand ich ein bisschen zu schnöde. Ja, also wenn Sie den Satz jetzt so, also eigentlich wollte ich es gerade anheben, die Übersetzerinnen zu loben, weil ich glaube, es ist nämlich wirklich gar nicht so einfach, Virginie Despentes gescheit ins Deutsche zu bringen. Und ich finde, dass das Ina Kronenberger und Tatjana Michaelis ziemlich gut gemacht haben, weil ich finde diesen Sound schon sehr stimmig, auch auf Deutsch. Und das eine schließt das andere. Da gibt es halt so einzelne, also ich habe mir auch, also in meiner Ausgabe steht auch oft drin Binse und oh Gott und puh, also wenn ich so einzelne Sätze nehme, aber dadurch, dass die halt sofort wieder ironisiert und gebrochen werden im nächsten Satz, wo man denkt, die macht sich eigentlich selber darüber lustig, dass sie plötzlich wie ihre eigene Bankberaterin redet, deshalb ist es wieder gut. Ich meine, das ist Literatur. Also in literarischen Werken dürfen saublöde Sätze vorkommen, wenn sie eingebettet sind in einen Gesamtton, wo mir das, und da würde ich auch vehement widersprechen, das leuchtet mir, ich gehe mit diesen Figuren mit. Aber wir haben jetzt so über die Feministin bisher am wenigsten geredet, was auch interessant ist, denn das ist irgendwie so, man weiß nicht so ganz genau, welche Rolle diese Frau darin spielt, für die trifft das am ehesten zu, was Sie eben gesagt haben, dass die so leitartikelmäßig redet, die hat echt so eine Art quasi so eine übergeordnete, fast gesellschaftspolitische Funktion in dem Buch, fällt so ein bisschen raus, kriegt aber eben dann auch, und das finde ich wieder ganz lustig und ironisch, auch echt ihr Fett weg. Weil wie gesagt, die fährt eindeutig am schlechtesten in dem Buch und landet am Schluss in der Klapsmühle. Und Naja, wir müssen uns erinnern, Virginie Despentes wurde berühmt mit, ich kann kein Französisch, aber man hat mir gesagt, es hieße Baise-moi, fick mich, ein brutaler... Serienmörderinnen-Film. Ja, wo es auch um Vergewaltigung geht. Und das Interessante an der Position von Virginie Despentes scheint mir zu sein, dass sie radikal feministisch ist, aber in einer unvorhersehbaren Weise. Zum Beispiel möchte sie als Feministin trotzdem gewissermaßen die Schönheit des weiblichen Körpers nicht verdrängen müssen und das selber das Ausstellen der Schönheit nicht als Objektifizierung, wie es in einem bestimmten feministischen Diskurs gesehen wird, durchgehen lassen. Und diese Ambivalenz oder Ambiguität finde ich, das finde ich jetzt Interessante, spielt die Figur der Rebecca in diesem Briefroman auch auf ganz interessante Art aus, weil sie eben als alternde Schauspielerin ständig mit dieser Frage konfrontiert ist. Welche Aufmerksamkeit habe ich früher
von welcher privilegierten Aufmerksamkeit durch meine Schönheit habe ich früher profitiert, gelebt. Wie fühlt sich das an, wenn das zurückgeht? Das sind schon, natürlich, wie gesagt, ich bin ja an sich ein großer Virginie Despentes-Verehrer. Ich finde nur, sie schreibt sonst subtiler. Das sind schon große Fragen, wo sie auch überraschende Blicke oder Perspektiven drauf und diese eröffnet. Positionen kommen auch alle in diesem Buch vor. Und das halte ich dem Roman auch wiederum zugute. Ja? All diese unterschiedlichen feministischen Positionen werden dann auch noch mal durchgenudelt und ein bisschen aufgedröselt. Das fand ich dann ganz interessant. Aber eben doch auch ich würde jetzt sagen, wenn wir noch 10 Minuten hätten, die wir aber nicht mehr haben, dann finden die beiden das Buch auch noch gut. Ja. Einen allerletzten Satz. Auch ich als alter weißer Mann freue mich über das Buch, weil auch wir... Sie haben was gelernt, offenbar. Nein, wir kriegen noch eine Chance. Das meine ich. Also weil man schreibt uns nicht komplett ab. Das ist doch nett. Ich finde es. Warum schauen Sie mich so an? Ich bin kein alter Mann. Ja, machen Sie es sich nicht zu leicht. Auf dem Ticket. Genau. Deshalb sind Sie jetzt stracks dran mit einem anderen alten weißen Namen. So schnell kann es gehen. So schnell kann es gehen, Herr Mangold. Genau. Absolut. Bret Easton Ellis. Alle Kriterien des weißen alten privilegierten und so weiter Mannes erfüllt der Mann, oder? Vollkommen, ganz und gar geradezu wie in Karikatur. Und wenn Herr Augstein mir erlaubt, seine Formulierung zu übernehmen, würde ich ihn auch vorstellen mit den Worten, er ist zurück. Denn auch Bret Easton Ellis ist natürlich ein Kultautor, berühmt seit American Psycho, erschien 1991. Und jetzt hat man lange nichts von ihm gehört. Es gab so ein Anti-Woken-Groß-Essay Weiß, der vor 3-4 Jahren erschienen ist, also eine Art politische Standpauke, die mit dem Zeitgeist ins Gericht geht. Aber das ist natürlich nicht, was wir von einem Romancier wie Bret Easton Ellis erwarten. The Shards ist jetzt der große Roman. Wir erkennen alles wieder, was Ellis ausmacht. Es ist ein Coming-of-Age-Roman. Er spielt an einer Privatschule in Los Angeles, wo die Kinder sehr reicher Hollywood-Produzenten hingehen und ein verwöhntes 80er-Jahre-Leben im Popper-Style führen mit Ray-Ban-Sonnenbrillen und Polo Ralph Lauren Polo-Shirts und so weiter. Es ist gleichzeitig aber auch der Roman von einem Ich-Erzähler, der Bret Ellis heißt, nicht Bret Easton Ellis. Und diese Differenz gibt natürlich vielfachen Raum für fiktionale Spekulation. Die Geschichte eines Ich-Erzählers, der schwul ist, aber der an dieser Schule, wo es darum gehört, top auszusehen, super zu sein, cool zu sein, in diesen 80er Jahren noch kein offen schwules Leben führen kann. Also deswegen gegenüber seinen Freunden, die bilden so eine Art Machtzentrum an dieser Schule, den Hetero gibt. Und es ist ein Los Angeles-Roman, und zwar in einem echten, tiefen Sinne, nämlich Los Angeles als die Stadt der Traumfabrik, als die Stadt Hollywoods. Und wie sollte ein Hollywood-Roman bestehen ohne einen Serienmörder, ohne einen Psychopathen? Und insofern geht in diese ganze Geschichte eine Figur ein, die heißt der Trawler. Und weil der Erzähler ein unzuverlässiger Erzähler ist, ist nie ganz klar, wer sich hinter diesem Massenmörder, dem Trawler, verbindet, der Jugendliche auf bestialische Weise umbringt. Dies ein übliches Rezept oder Ingredienz von Ellis-Romanen. Ich darf mich jetzt dann auch outen, so wie Sie vorhin. Also ich bin großer Bret Easton Ellis-Fan, habe American Psycho bei meiner ersten Reise nach New York gelesen in den frühen 90ern, fürchtete mich zu Tode. Habe ihn dann allerdings auch so ein bisschen aus den Augen verloren, weil er mir so in seiner eben alten weißen Männerhaftig-Schrulligkeit und auf alles draufhauen, was ging er mir ein bisschen auf den Nerv und war deshalb sehr, sehr neugierig. Und ich finde dieses Buch ziemlich brillant, weil es schafft was, was sehr überraschend ist. Also zum einen kriegt man alles das, was man bei Ellis schon immer bekommen hat. Sie haben das ja aufgezählt. Also im Grunde ist sein Trick, er versucht, diese Paradiese, die scheinbaren amerikanischen Hochglanz, lackierten, gestrafften, gelifteten, trainierten, dass das in Wahrheit die Hölle ist. Das ist der Abgrund an Sadismus und Perversion, der da drunter eigentlich lauert. Und auf einer noch tieferen Schicht ist es das blanke Nichts oder eigentlich less than zero. Also auf Deutsch übersetzt immer mit unter Null, eigentlich ja weniger als Null. Das ist die Wahrheit über diese hohle Hochglanzgesellschaft. Das erzählt er. Und in diesem Buch macht er aber was ganz Aufregendes. Weil das fängt ja wirklich so an, ich dachte, was ist jetzt mit Ellis los? Erzählt er einen autofiktionalen Roman? Auf Seite 2 kommt Trauma vor. Also will mir Bret Easton Ellis jetzt ernsthaft im Gestus derer, die er als Generation Wuss, als Generation Waschlappen verspottet in seinen Essays, will er jetzt im Stile der Waschlappen sagen, ich bin der arme, traumatisierte Bret. Und das tut er vermeintlich, weil er sagt nämlich, das ist so schlimm, was mir passiert ist. Nämlich diese Serienmördergeschichte, das ist so furchtbar. Und dann stellt man aber sehr schnell fest, das ist natürlich erfunden. So, und
das wird dann schon interessant, weil, also eben, Sie haben es ja gesagt, Ellis legt sich gerne mit diesem sensiblen Zeitgeist an. Er erzählt auch in den Essays, dass er einen jüngeren Lover hat. Und auf einmal denkt man, na ja, diese Traumatisierung, wenn man so will, ist eben das, was Sie gesagt haben, als Schwuler, der sich nicht outen konnte, in dieser heterosexuellen Highschool-Sportler-König-Königin-Welt. Also ich finde das ja ein sehr, sehr interessantes Spiel von seinem 80er-Gestus mit dem Zeitgeist. In den Darf ich fragen, aber warum, muss ich, da muss ich im Jahr 2023 noch mal ein Buch über die 80er-Jahre in Los Angeles lesen, wo ich doch schon weiß, dass wenn da jemand im Mercedes langfährt, im Cabriolet mit so einer komischen Brille, dass das irgendwie eine arme Sau ist, der ist ganz reich. Das tut mir total leid für ihn. Und seine Eltern haben auch nie Zeit und deshalb muss er Drogen nehmen. Und das ist so, das hat so einen Bart. Da denke ich so, Alter, ich meine, der ist so, der tief hängt. Der, und das ist eine. Nur, anders, ganz kurz. Das andere ist mein einer Punkt. Also mich langweilt schon das Sujet. Das andere ist, ich mag persönlich keine Thriller, muss ich sagen. Also ich lese jetzt auch nicht, ich lese auch Sebastian Fitzek nicht. Es gibt ja Leute, das sind die erfolgreichsten deutschen Bücher, die es gibt, muss man sagen. Thriller ist überhaupt nicht mein Genre. Ich habe gesehen, in der Redaktion der Zeit waren die Leute alle begeistert. Der Kollege von Online hat gesagt, erfreulich viele Sexszenen. Ja? Sie, ich habe übrigens Ihre Rezension lieber gelesen als das Buch. Sehr schöne, lustige. Wir werden uns schon noch einig, Herr Augstein. Ja, ja. Sie haben gesagt, die Taten des Trawlers würden dem Leser immer wieder spitze Schreckensschreie entlocken. Also offenbar steht man in Hamburg in der Zeitredaktion immer, wenn es spritzt, Blut oder Sperma, sind Sie vorne mit dabei. Für mich ist es nicht, ich weiß nicht, ich bin da raus. Ich finde es irgendwie, ich finde es 80er, ich finde es all und sag so, Leute, wir haben irgendwie andere Themen heute. Ging mir ganz genauso, muss ich zugeben. Ich bin mit genau diesen Vorbehalten in die Lektüre eingestiegen, wurde dann doch neugierig, weil es schmeckt geradezu nach Chlor und Sonnencreme. Absolut. Und es schmeckt nach pinken Lipgloss mit Erdbeergeschmack. Und wir sind voll in diesen 80ern und habe mich dabei ertappt, wie ich mich gerne auch drauf einließ mit dem entsprechenden Soundtrack. War erstaunt über diese schwule Geschichte, die irgendwie im Verborgenen, aber sehr unkompliziert ja doch stattfindet und sehr exzessiv. Gleichzeitig finde ich aber, dieses Buch hat echte Längen. Irgendwann habe ich keine Lust mehr gehabt auf diese Teenie-Dialoge, die im Prinzip auch so schwerwiegend und interessant nicht sind. Ich habe auch keinen Bock mehr gehabt auf das Gekruse, in welche Avenue jetzt welches schicke Fahrzeug eingebogen ist. Das fand ich ein bisschen sehr ausufernd. Fasziniert hat mich der Zwölftklässler-Parkplatz in diesem Elite- in dieser Elite-Schule, also diese Kleinigkeiten, Details dieser schwerreichen Welt, wo eben diese Teenies aufwachsen in King-Size-Betten mit eigenem Telefonanschluss und eigenen Poolzugängen. Aber diese Längen, die fand ich dann doch sehr schade. Habe mich gefragt, warum. Ich habe dann gelesen, dass das Ganze als Podcast erst einmal wohl ja, so konzipiert war. Und möglicherweise erklärt sich auch daraus dann sozusagen diese Länge zwischendurch, die man getrost, wie ich finde, überblättern kann. Also ich gebe Ihnen auch recht, also wenn man das nicht mag, dann hält man das wahrscheinlich wirklich schlecht aus. Ansonsten würde ich sagen, das ist halt so ein bisschen wie Playlist. Also das ist ja, deshalb ich würde vehement widersprechen, das ist kein Thriller. Das ist von der Dramaturgie her, hat das überhaupt nichts mit einem Thriller zu tun. Das spielt mit Elementen des Serienmörder-Thrillers, ist aber von der Dynamik her und von der Dramaturgie alles andere, weil, also jeder Thriller-Autor, der sein Geschäft, sein Handwerk kann, der kündigt nicht einen Serienmörder auf Seite 1 an und lässt ihn auf Seite 550 oder was. Das fand ich aber auch problematisch, muss ich sagen. Die Spannung ist erst mal da. Ja, der spielt die mit diesem auf, aber dann wartet also man ich glaube, das hat ehrlich gesagt viel eher mit so einem Autor, also eben Beschwörung von Ortsnamen. Von was für einem Autor kennt man das? Von Marcel Proust. Also die Dramaturgie hat viel eher mit sowas wie Proust zu tun als mit einem Fitzek. Ortsnamen, Namen überhaupt heißt mein Lieblingskapitel aus eben. Der Recherche. Und also diese Beschwörung von diesem mythischen, weil ja jeder Straßenname in Los Angeles einer ist, den wir bereits aus einem Kinofilm kennen. Ja. Diese Filme heißen so. Unglaublich viele Versatzstücke aus der 80er-Jahre-Kultur. Das ist der Punkt, Versatzstücke. Kinofilme spielen ja eine ganz wichtige Rolle. Musiktitel sowieso. Musiktitel sowieso. Und diese Versatzstücke, mit denen haben Sie ein Problem, das verstehe ich. Aber die werden ja bei Alice, der quasi, der ist so raffiniert, weil er sich so auf die Oberfläche einlässt. Und dann denkt man die ganze Zeit, boah, manchmal schrammt das so am banal billigen, am hollywoodhaften, schlechten Sinne vorbei. Und dann merkt man aber, wie er mit diesen Elementen spielen kann, dass sie plötzlich wieder ganz anders schillern und schimmern. Das heißt, ihre ganzen Beschreibungen, alles das, was da Kolportage drin ist, das ist geradezu eine Apotheose von Kolportage. Und dann ist es plötzlich doch viel mehr und dann ist es plötzlich was ganz Individuelles. Nämlich tatsächlich eine anrührende Geschichte eines jungen,
Typen, der wahnsinnig cool ist, der weiß, dass er wie ein Arschloch aussieht, aber sagt, das nehme ich in Kauf, Hauptsache ich sehe cool aus, und der gleichzeitig aber eine tiefe Leidensgeschichte hat, weil er sein Schwulsein nicht zeigen darf. Das ist aber das Einzige, was an dem Buch mich interessiert hat. Das ist das Einzige, was ich spannend fand. Aber darum geht es. Das ist natürlich doch was. Das hat ja über 700 Seiten. Aber damit werden Sie schon mal versetzt, würde ich sagen. Ja, aber nein, aber das ist doch, also diese Angst. Das Buch hat auf im Original 600 Seiten, auf Deutsch sind es über 700, das ist nun mal leider so. Und das reicht dann irgendwie trotzdem als... Aber jetzt, also Bret Easton Ellis kann nichts für die Trägheit der deutschen Sprache. Nein, aber es trägt die... Aber auch 600 Seiten sind schon viel auf Englisch. Das ist schon ganz schön viel. 100 Seiten raus, hätte dem Buch nicht geschadet. Ja, aber muss sagen, also ich finde zum Beispiel, also wir alle wissen, glaube ich, also Sexszenen in Literatur ist echt ein heikles Thema. Die sind toll. Und die sind krass. Ich würde sagen, das sind einige der besten aus unserer Generation. Ich habe mich geschämt, dass ich das gelesen habe. Es ist pure Pornografie. Ja. Es ist reine... Ja, das ist aber bekannt, da müssen Sie sich doch nicht schämen. Ja, weil ich denke, aber das ist... Entschuldigung, dann, ich weiß nicht, sowas habe ich vielleicht gelesen, als ich 14 war, und da fand ich das lustig. Aber jetzt, weiß ich nicht, es ist völlig unliteratisch. Und er sagt es ja auch, er macht daraus ein Programm. Ich habe Interview mit ihm gelesen, wo er sagt, irgendwie, Leute, wenn ihr über Sex schreibt, dann schreibt einfach, was da passiert. Fangt nicht an, irgendwie einen Quatsch draus zu machen. Nur die Sexszenen haben in dem Buch in dem Sinne keine Funktion. Nicht immer. Sondern es wird dann einfach grafisch beschrieben, wie die Leute vögeln und wer wohin spritzt. Und immer Aufgrund des Grauens. Also den Mann, den der begehrt, den verdächtigt der paranoid werdend immer stärker, also den Mitschüler, der neu dazukommt, den begehrt der wie irre. Das ist die erste Szene. Also die rosa Brustwarzen, die hart werden zwischen seinen Fingern, das ist... Ja, die kommen ein bisschen zu oft vor. Das ist eine Geschmackssache. Da gebe ich Ihnen absolut recht. Okay. Das ist so, wie wenn Sie durch den... wenn Sie durch die alte Pinakothek... Und das sind von den Frauen, nicht von den Männern, die rosa Brustwarzen. Ja, das ist ein gutes Stichwort. Gehen Sie mal durch ein Museum mit Renaissance Gemälden, und dann kommt ihr diese ganze Fleischlichkeit entgegen. Und genau diese Fleischlichkeit, die beschreibt... Aber gucken ist nicht lesen. Also die habe ich überhaupt nicht assoziiert, aber fand dann doch bemerkenswert eben diese gewaltpornografischen und mörderischen Fantasien, dass irgendwelche Fische ausgenommen werden, in irgendwelche Körperöffnungen von Leichen geschoben werden, und diese Körperöffnungen werden dann zugekleistert und zugeklebt. Da dachte ich manchmal, dann haben Sie immer das Zeitpunkt nicht gelesen. Das habe ich auch nicht. Gebe ich zu, ist nicht so ganz mein Fall. Zu sensationistisch. Vielleicht bin ich aber auch ein bisschen spießig. Kann auch sein. Okay, Herr Augstein ist vielleicht ein bisschen spießig. Wir machen weiter mit einem Roman, bei dem gleichfalls ein Ich-Erzählender, in dem Fall allerdings namenloser Schriftsteller, Angst hat, an und in der Welt wahnsinnig zu werden. Allerdings ist das zu einer sehr anderen Zeit geschrieben und hat auch einen sehr anderen Grundton. Die Rede ist von Hunger von Knut Hamsun. Zum ersten Mal ist jetzt auf Deutsch die Urfassung von 1890 übersetzt, wie ich finde, sehr brillant, von Ulrich Sonnenberg. Dieser Roman hat eine nachgerade kultische Verehrung vor so ungefähr 100 Jahren erfahren. Also es gab kaum einen anderen Schriftsteller von Rang dieser Zeit, von Maxim Gorki bis Thomas Mann, von Kafka bis James Joyce. Alle haben sie dieses Buch abgrundtief bewundert. Worum es geht, ist mit ganz wenigen Worten erzählt. Eben ein namenloser Ich-Erzähler irrt durch Christiania, heute besser bekannt als Oslo. Er hält sich eigentlich für einen genialen Schriftsteller, schafft es aber nur ab und zu mal, ein Feuilleton zu verfassen, weil er im wahrsten Sinne des Wortes am Verhungern ist. An der Obdachlosigkeit schrammt er auch noch haarscharf vorbei. Ein Plot im engeren Sinne gibt es nicht wirklich. Und genau das macht eben diesen Roman so frappierend und so modern. Wir schauen in einen Seelenzustand, und dieser Seelenzustand ist verzweifelt, aussichtslos. Und gleichzeitig ist es aber ein, wie soll man sagen, erschreckend lustiger Roman. Denn, also wir haben auf der einen Seite dieses soziale, materielle Elend dieses Protagonisten, was wirklich krass naturalistisch beschrieben wird. Und gleichzeitig ist das Ganze eine riesige existenzielle Groteske. Und ich glaube, dass das entsteht, weil dieser Ich-Erzähler eben so sehr, sehr ambivalent ist. Der ist rasend vor Stolz und demütig bis zur Selbstverleugnung. Der will die blütenreiße, weiße Seele, Gewissen des Christen haben und hält eine flammende Hasstirade gegen Gott, hält sich für ein literarisches Genie und katzbuckelt vor jedem Redakteur. Wir werden sicher gleich im Gespräch noch darüber reden müssen, wie man die Frage stellt, auch Felicitas Hoppe in ihrem, wie ich finde, klugen Nachwort, wie liest man eigentlich Hamsun, also diesen elenden Nazi-Verehrer, der wirklich sich erblödet hat wie kein anderer und schändlich gemacht hat wie kein anderer Autor von Weltrang. Ich muss gestehen, ich habe diesen Roman noch nie gelesen gehabt. Also für mich war es die erste Lektüre von Hunger. Und diese Mischung aus stilistischer, ästhetischer Artistik und so einem metaphysischen Berserkertum,
Also mir ist das wirklich durch und durch gegangen. Also mich hat dieser Roman schwer fasziniert. Also ich greife gerne mal Ihre Frage auf, wie liest man Hamsun? Für mich selber kann ich es beantworten, weil ich natürlich eine Generation bin, so Jahre 71. Ich wuchs in der Schule mit einem bestimmten Kanon auf und es war natürlich auch ein exkludierender Kanon. Also es gab Autoren, die waren der NS-Nähe verdächtigt und deswegen auch ästhetisch oder als Kunstwerke quasi in den Giftschrank versperrt. Und die Jugend findet natürlich nichts verlockender als tabuisierte Autoren, auf die ist man dann besonders scharf, von Ernst Jünger bis Malaparte. Und zu denen gehörte auch Knut Hamsun, weil die Vorstellung, dass jemand ein so glühender Antisemit und ein so bedingungsloser Verteidiger nationalsozialistischen Gedankenguts sein kann und gleichzeitig zumindest einmal ein großer Stilist und Schriftsteller, und zwar einer der Moderne gewesen sein könnte, das hat mich damals als Widerspruch so fasziniert, dass ich diesen Giftschrank unbedingt öffnen wollte und so zum Hamsun-Leser wurde und mich jetzt sehr gefreut habe, nach Jahren, ich muss zugeben, Jahrzehnten, wieder Hunger lesen zu dürfen und von der Faszination ist nichts verblichen, ist alles geblieben. Wobei ich schon sagen muss, es ist eine harte Lektüre, denn erstmal ist diese Figur, Sie haben das angedeutet, psychologisch fast nicht zu ertragen. Diese Form aus Größenwahn und Selbstverkleinerung, dieses permanente Suchen nach der größten theatralischen Geste. Auch irgendwann merkt man natürlich auch, diese ganze Hungerleiderei ist eigentlich auch nur so eine Pose. Der bräuchte sich nur mal ein bisschen am Riemen zu reißen. Schon käme der auch im Oslo, das damals noch nicht Oslo hieß, sondern glaube ich Christiania, käme der da schon so auf ein Zimmer wie auf eine gute Mahlzeit. Und dann stellt man aber fest, in dieser Naturalismus, dieser scheinbare Naturalismus des Materiellen, der kippt total um ins Artifizielle und Manieristische. Und das fasziniert mich so, weil man dann irgendwann, aber ich finde, man braucht Zeit, um sich da reinzukommen, dann stellt man fest, diese Sprache ist die reinste Musik. Diese Sprache sind vollständig abgedrehte Sätze und ich kann die aber nicht inhaltlich rechtfertigen, kann ja nicht sagen, toller Gedanke, den er hier ausdrückt, sondern ich kann nur sagen, boah, was hat der hier wieder mit der Sprache gemacht? Was für einen Satz! Sie haben es schon angedeutet, es gibt so diese Predigt gegen Gott. Das muss man übrigens sagen, die ist tatsächlich, weil ich mich auch gewundert habe, was ist jetzt eigentlich mit dieser Urfassung, wo der Verlag Wert drauf legt, es sei zum ersten Mal. Es ist eine Neuübersetzung, ne? Es ist A, eine Neuübersetzung, das habe ich schon gesagt, und B, ist tatsächlich gerade in dieser Tirade gegen Gott, die hatte Hamsun selber in späteren Ausgaben entschärft, weil er dann anscheinend vor seinem eigenen blasphemischen Potenzial kalte Füße bekam. Und so herrliche Stellen, aber ich fand Gott, es nie du allwissende Null, da muss man erst mal drauf kommen, also Gott als du allwissende Null oder du gnadenvoller Abschaum in der Höhe, das sind brillante Stellen und die sind tatsächlich hier jetzt zum ersten Mal. Und ich würde ganz gerne auf das Stichwort Musik eingehen, Juma Mangold. Musik, ich habe das nämlich auch rhythmisch als unglaublich spannend empfunden, diese Lektüre, und wenn wir bei Sprache und Rhythmus sind, dann habe ich mich gefragt, was ist es denn eigentlich, was den Sog entfaltet dieser Geschichte, und es tatsächlich dieses Witternde, er geht wie ein witterndes Tier durch die Stadt. Mhm. Es ist fast so wie Lola rennt. Also erst einmal ist da eine wahnsinnige Bewegung und er hört gar nicht auf, sich unglaublich schnell durch diese Stadt immer wieder zu bewegen und wir bewegen uns mit ihm. Es gibt da irgendeine Dynamik. Ich bin nicht genau hinter das Geheimnis gestoßen, aber ich finde es faszinierend. Irgendwann verlangsamt die sich aber, habe ich für mich dann analysiert. Denn irgendwann gibt es Haltepunkte. Ganz zum Schluss wird er ja unterkommen in einem ziemlich ranzigen Hostel, würde man heutzutage sagen, was ihn aber auch nicht glücklich macht. Da retardiert die Geschichte. Und letztlich, und das fand ich interessant, hat das Ganze aber was sehr Klaustrophobisches. Ja? Wir bewegen uns wirklich wie so ein Tiger im Käfig mit diesem Protagonisten durch eben diese Stadt, immer auf der Suche nach etwas zu essen, Geld zu verdienen. Wenn er Geld hat, gibt er es freizügig und freigiebig auch zurück, weil er meint, das steht ihm überhaupt nicht zu. Das fand ich fast schmerzhaft manchmal, aber gleichzeitig auch wieder aberwitzig. Und die Klaustrophobie wird ganz zum Schluss, auf den letzten zwei Seiten, aber dann aufgelöst. Weil er weiß zu See nicht, fährt. Ob er das Ende jetzt. Weil er zu See fährt. Ich glaube, in dem Fall darf man ruhig sagen. Kann man ruhig sagen. Er fährt zu See und plötzlich ist da ganz viel Luft. Ist da dann ganz viel Luft? Ich war mir nicht so sicher. Ich finde es auch nicht. Ich finde, es löst sich einfach nur, das ist quasi einfach so ein Ausweg, um so ein abruptes Ende zu machen. Er wurde ja praktisch verglichen mit Beckett und Kafka und so. Ich meine, wir müssen uns vielleicht noch mal alle daran erinnern, dass es 1890 ist, dass das Buch veröffentlicht wurde. Sowas hat es bis zu dem Zeitpunkt schlicht nicht gegeben. Und 1890 wurde in Wien zur gleichen Zeit die Psychoanalyse
vorgestellt und entwickelt. Und das hier ist im Prinzip ja wie so eine Art Selbstanalyse, dieses Buch. Und das finde ich total faszinierend. Ich habe das Buch vorher nicht gelesen und bin deshalb tatsächlich dankbar, es gelesen haben zu dürfen und zu müssen im Rahmen hier unserer kleinen Veranstaltung, weil es einfach ein unfassbarer Zugewinn ist und man sich kaum vorstellen kann, wenn man es liest, dass es so alt ist. Man kann sich bei der Sprache kaum vorstellen, wie geht das denn? Es ist so präsent und so gegenwärtig und so kräftig. Ja. Und gleichzeitig finde ich diese Zumutung, denn anders als jetzt zum Beispiel der von mir wirklich sehr, sehr geliebte und bewunderte Autor Jean Céline, der Franzose, der ein schlimmer Antisemit war, aber der hat halt alle Menschen gehasst und die Juden halt noch ein bisschen mehr. Aber er hier war ja ein richtiger Nazi. Also er hat ja nicht nur was gegen Juden, er hatte sozusagen die Nazi-Ideologie im Ganzen vertreten. Und das kann man sich schwer vorstellen, man hält es auch ehrlich gesagt schwer aus. Also ich finde, das Buch ist deshalb in doch gewisserweise eine Zumutung. Es wird dann ein bisschen besser, wenn man sich seinen Lebensweg anguckt, der ja sehr lang ist und wahnsinnig abwechslungsreich. Er hat ja ein sehr abenteuerliches Leben geführt. Kommt doch aus kleinsten Armen. In Amerika als Holzfäller unterwegs, so Jack London-mäßig sozusagen Sachen erlebt und so. Aber als alter Mann war er einfach ein Arsch und das muss man beim Lesen irgendwie. Aber hatten Sie nicht den Eindruck, Arsch zieht sich heute wie ein roter Faden. Eben, also die Frage, ich würde auch sagen, der ist kein Liebesarschloch. Also da würde man wahrscheinlich nicht Liebesarschloch draufschreiben. Aber ich habe mich natürlich beim Lesen, also eben weil Felicitas Hoppe diese Frage gleich am Anfang stellt, wie liest man den eigentlich heute? Natürlich genau diese Frage auch gestellt. Und ich hatte schon den Eindruck, das kann man natürlich auch als irregefährliches Buch lesen. Weil erzählt uns das nicht. Also es erzählt eben von diesem Elend, also es erzählt von Armut in krassester Form, der frisst seinen eigenen Finger an, der nagt einen Hundeknochen. Ja, er behält ja auch nichts bei sich, der Körper nichts mehr auf. Ist aber eigentlich erzählt er uns doch, also das ist eben kein sozialkritischer Anklageroman, glaube ich. Null, ist ein totaler Anti-Dickens. Ja. Da wird nirgends gesagt, Mensch, wäre die Gesellschaft gerechter eingerichtet, müsste ich nicht hungern, sondern eben, es ist Gott. Er sagt doch eigentlich, warum ist der Mensch so ein elendbedürftiges Wesen? Also bodenlos hungrig ist, glaube ich, so eine Formulierung, die ganz wichtig ist. Also wir haben einen, der hält sich für genial. Ja. Der flucht Gott, weil er es nicht ertragen kann, dass der Mensch schwach ist. So Nietzsche-mäßig. Ich musste ehrlich gesagt an noch einen anderen denken, der 20 Jahre später durch Wien an der Grenze zur Obdachlosigkeit als sich für genial haltenden Kunstmaler im Obdachlosenheim. Das kann man. Ich musste bei der Figur denken, ja, das hätten auch die Jugendjahre von Hitler sein. Aber wiederum klagt ja sein Umfeld an dafür, dass er es nicht schafft, aus der Postkartenmalerei rauszukommen, oder? Ja, vielleicht ist das die Rettung dann eben. Also das ist dann vielleicht genau das, was Hamsun als Autor immer, politisch nicht, da hat er sich verstiegen, wie man sich nur versteigen kann. Aber vielleicht hat das Hamsun als Autor gerettet, dass er eben doch, und das hat sicher was mit seiner Prägung zu tun, der wurde von seinen Eltern zu einem Onkel in so einer evangelikalen Sekte vertickt. Und da hat er also Bibel inhaliert. Ein Amerika-Hasser, er war in Amerika, hat dann Amerika gehasst, aber sobald er Cola hatte, hat er sich einen Cadillac gekauft. Ist auch interessant, oder? Ja, der Mann ist. Hat ihn mir wiederum sympathisch gemacht. Also, das mit dem Cadillac von, man das kann das nur so ambivalente alles, ne? Figuren schreiben, wie der sie hier erzählt, wenn man wahrscheinlich selber den Riss aber einmal quer durch die eigene Person hat, vermute ich, oder? Aber ich meine, ich finde einfach nochmal wichtig, was Sie angesprochen haben. Der Hunger ist natürlich nicht der Hunger nach Brot oder normaler Speisung, sondern, wie man mit Paulus sagen könnte, nach geistlicher Speisung. Und diese geistliche Speisung ist aber natürlich nicht in einem alten theologischen Sinne zu verstehen, sondern als ein Ringen mit dieser Frage: Gibt es überhaupt ein Jenseits? Gibt es eine Transzendenz? Gibt es irgendetwas, was über diese Materialität hinaus will? Und das ist das raffinierte ästhetische Angebot dieses Buches, dieses Romans. Es gibt das Jenseits, das er anruft oder zum Beispiel in der Form dieser Tirade, wie sagt man, verdammt, ist eigentlich eines, das er selber nur mit literarischen Mitteln evoziert. Er spielt Gott durch Schreiben. Der Mann ist ein manischer Geschichtenerfinder. Der Mann erfindet Begriffe. Das sind die Momente, wo er sich als Gott fühlen darf. Ja, aber wir kommen jetzt noch, also wir hatten jetzt doch eben durchaus das eine oder andere etwas krawalligere Buch. Und jetzt kommen wir zu etwas, was... Warum sind wir eigentlich so drauf? Was möglicherweise aber auch krawallig sein kann, allein schon aus politischen Gründen. Sie werden es uns sagen, Frau Kupferberg. In Ordnung. Ljudmila Ulitskaja, die
die Erinnerung nicht vergessen. Ich finde diesen Titel schon ganz bemerkenswert, weil sie bezieht ihn auf sich ganz persönlich, aber auch im politischen, gesellschaftspolitischen Sinne. Dieses Buch ist nämlich ein vorsichtiges, gleichzeitig ganz eindringliches Abklopfen der eigenen Geschichte, des eigenen Körpers, der Menschen, die einen umgaben, eine Erinnerung, gleichzeitig auch die Hinterfragung, wie sich Erinnerung verändert im Laufe des Lebens. Wir haben es mit einer russischen Autorin, Erfolgsautorin, gleichzeitig Oppositionellen, also einer ausgesprochenen Putin-Gegnerin zu tun, die heute fast 80 Jahre alt ist. Und für sie ist die Zeit des Erinnerns, wie sie schreibt, angebrochen. Sie wuchs in Moskau auf und lebt heute seit Ausbruch des Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine in Berlin, seit März 22, um genau zu sein. Und sie blickt in diesem Buch auf ihr eigenes Aufwachsen in der Sowjetunion, geht gedanklich zurück an die Orte ihrer Kindheit. Mit welchen Menschen hat sie sich umgeben? Es waren oft oppositionelle, widerständige Menschen. Was machte das Oppositionelle, dieses Widerständige aus? Darüber denkt sie nach. Und vom Kleinen gerät sie immer wieder auf die gesellschaftspolitischen großen Fragen heutiger Tage. Sie erinnert auch und äußert sich ganz offen und unverblümt zu Putin und hat schon sehr früh gegen ihn auch Schriften verfasst und analysiert den Sowjetalltag. Und das erfahren wir aber alles sowas von en passant und teilweise auch sehr poetisch, muss ich sagen. Manchmal gibt es gar keine Interpunktion. Das Ganze ist eine Essaysammlung, lose zusammengesetzt, fragmentarisch. Und dennoch hatte ich das Gefühl beim Lesen, ich erfahre etwas über ein ganzes Leben, ein ganzes Land, eine ganze Gesellschaft. Und das fand ich in, na, was sind es, knapp über 200 Seiten, doch faszinierend, wie kompakt ein solches Buch inhaltlich sein kann. Mich hat es berührt. Berührt hat es mich auch, überzeugt hat es mich ehrlich gesagt nicht. Das geht manchmal auch Hand in Hand. Das ist ja eine tolle Autorin. Sie hat letztes Jahr ein Band mit Erzählungen veröffentlicht. Kluge, ungewöhnliche Frauengeschichten. Da beschäftigt sich nur mit Frauenfiguren. Alissa kauft ihren Tod, hieß das. Und das war sozusagen rein literarisch. Und jetzt kommt eben dieser Essayband, der teilweise auch ältere Texte zusammenfasst. Da hat man ein bisschen immer den Eindruck, der Verlag wollte noch was nachlegen. Das ist leider mein Verdacht, ist jetzt vielleicht doof und unfair für die Frau, aber daran denke ich dann halt so ein bisschen. Und es reiht sich natürlich ein in so eine Reihe von so Texten und Büchern von osteuropäischen Autorinnen über Osteuropa und osteuropäische Identitäten, die, was im Moment bei uns ja sehr gefragt ist, weil sozusagen die westliche Öffentlichkeit beschämt feststellt, wenig zu wissen vom Osten, sich zu wenig beschäftigt zu haben mit dem Osten und das sozusagen jetzt nachholt. Die osteuropäischen Autorinnen reiben es dann der westlichen Öffentlichkeit auch rein, sagen, ihr habt euch ja für uns nie interessiert, aber jetzt hört ihr uns gefälligst zu. Okay, das verstehe ich auch, soweit gehe ich auch mit. Ich finde es gut, dass wir das Buch hier überhaupt machen. Es ist ja auch nicht selbstverständlich, eine russische Autorin zu machen. Ja, so wie das Klima im Moment ist, ist es ja schon fast subversiv, Russen noch in die Öffentlichkeit zu holen, weil dann wird ja gesagt, praktisch so russische Autoren, Komponisten, Opernsängerinnen dürfen nicht mehr auftreten, sollen nicht rezipiert werden. Naja, also zwischen Frau Netrebko und Frau Ulitskaya passt ja, aber, viel Papier. Aber das Klima, es gibt Leute, die sagen, man soll nicht Tschechow lesen oder aufspielen oder Tschaikowski spielen oder ja, so. Man muss es schon immer rechtfertigen, erklären. Hören Sie den ukrainischen Intellektuellen zu, die sagen, wir wollen mit den Russen gar nichts mehr zu tun. Sie geben der Sendung gerade einen eigentümlichen Dreh. Ich wollte auch gerade sagen, Erstens mal sollten wir versuchen, über das Buch zu reden. Ja, ich habe ein anderes Thema. Ich hab ein ganz anderes Problem damit. Und zwar, diese Verherrlichung des Erinnerns geht mir langsam auf den Sack, sage ich jetzt mal norddeutsch. Es ist so, das Erinnern ist immer gut. So, wir müssen alles bewahren. Es muss sozusagen, nur die Erinnerung macht uns zu dem, was wir sind. Die Erinnerung bedeutet aber erstmal irgendwie gar nichts, weil auch die Serben erinnern sich ans Amselfeld und machen damit viel Schindluder. Eigentlich ist es so, dass man manchmal den Eindruck hat, je mehr sich Zivilisationen erinnern, desto mehr benutzen sie die Erinnerung als Rechtfertigung für ihre eigenen Schandtaten. Also diese Idealisierung des Erinnerns, die ja sich auch in dem Titel wiederfindet, geht, weiß ich nicht, inzwischen schon echt ein bisschen auf die Nerven. Und ich erinnere mich an das Plädoyer eines inzwischen verstorbenen bisschen problematischen Wiener Philosophen Rudolf Burger aus dem Jahr 2001 oder so, der ein Plädoyer fürs Vergessen geschrieben hat. Ist eine Polemik, ja, müssen wir jetzt nicht so reden und so. Aber
danach sehne ich mich dann manchmal, wenn ich diese Erinnerung. Sie Rudolf Burger-Leser sind. Sehr interessant. Sehr interessant. Aber könnten wir jetzt einmal über dieses Buch reden? Ja. Himmelherrgott. Ja. Genau, Ermangold. Nein, ich habe auch eine gewisse Meinungslosigkeit zu diesem Buch, weil man aus jedem dieser Texte merkt, was für eine starke Sprache sie hat. Aber ich finde es als Buch schwer dazu jetzt. Es hat was Zusammengestelltes aus Anlass der Weltgeschichte, dass man von dieser Autorin in diesem Jahr gerne wohl ein Buch machen wollte. Und das Buch finde ich dort stark, wo es, wie Sie das auch vorhin angeschrieben haben, in dieser interpunktionslosen Weise so eine Rekonstruktion des Lebens in der Sowjetunion und dem Totalitarismus der Sowjetunion evoziert. Ein Leben in der Kommunalka, dieser Zwangsvergemeinschaftung auf Wohnungsebene. Und dann wird das Buch aber doch immer stärker essayhaft. Und während sie eine tolle Poetin der Erinnerung ist, finde ich sie eine relativ durchschnittliche Essayistin. Mhm. Und dort, wo sie dann quasi mit Essays interventionistisch auf den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine reagiert, das gibt sie langweilig. Mir nicht, ist völlig langweilig. Diesen Leitartikel im Tagesspiegel liest sie. Aber haben Sie nicht den Eindruck, also weil das ist ja immer so eine Frage, wenn ein Autor einerseits poetisch schreibt, wie das Ludmila Ulitskaya in jedem Fall tut, aber andererseits auch das ist, wenn man dann Public Intellectual oder engagierte Intellektuelle nennt. Ich fand schon, dass da das Buch, was die Übersetzerinnen, muss man vielleicht auch dazu sagen, zusammengestellt haben, Ganna Maria Braungart und Christina Links, dass das schon recht klug komponiert ist, weil wir machen diese Reise von diesen sehr intimen, persönlichen eben Erinnerungen, wo wir einer Autorin, und das fand ich schon ein sehr anrührendes Moment, eben, Sie haben es gesagt, sie wird 80 jetzt im Februar und man spürt, dass sie selber sich fragt, habe ich überhaupt noch die Kraft, das alles noch aufzuschreiben, was mir noch wichtig wäre, worüber ich noch hätte schreiben wollen. Und das wird jetzt eher das so ein Bewusstseinsstrom. Also das geht noch mal durch sie durch und wir schauen ihr, wie war so mein Eindruck über die Schulter. Also es hat was sehr, sehr Intimes. Und in einem Buch, und ich finde schon, dass man die Reise versteht, wie hat diese ganz intime Stille über ihr eigenes, kleines, zwar interessantes, aber eben über ihr Leben nachdenkende Frau, wie ist die Verbindung zu der öffentlichen Intellektuellen, die sich dann vorne hinstellt und dann auch mal eben eine Brandrede hält. Und ich finde schon, dass das dem Band auch durch diese Auswahl, also ich verstehe, was Sie meinen, Herr Augstein, ich glaube auch, dass es natürlich solche Überlegungen gibt, wie das passt jetzt halt gut, wenn man da noch mal eine Ulitskaya im Programm hat. Aber ich finde, dass es zu kurz greift, weil ich glaube schon, dass es eben diesen Bogen für einen sehr begreiflich noch mal macht. Wie sie sich mit ihrem Alter beschäftigt, mit ihrem Körper, mit ihren Narben. Dingen, mit das ist Kleidung, wirklich toll. Das lese ich, das nimmt mich total mit, da bin ich total berührt. Da habe ich das Gefühl, dass die Frau praktisch so mir gegenübersteht und ich will das lesen. Ich finde auch die Sache mit der Sowjetunion interessant, aber diese Kompilation dann mit dem politischen Hintergrund, mit dem Angriff auf die Ukraine, I don't know. Dabei hat sie zu dem Ukraine-Krieg und zu Putin sehr, sehr kluge und sehr differenzierte Sachen die ganze Zeit gesagt. Also wenn man sie jetzt außerhalb des Buches sozusagen rezipiert als Kommentatorin. Also überhaupt nicht. Ich denke, das ist der Tatsache geschuldet, dass der Verlag gesagt hat, schreib bitte auch noch was zur aktuellen Situation. Und das musste dann relativ schnell passieren. Und das ging eben nicht so poetisch durch sie durch wie der Rest des Buches. Ja, also verständlicherweise. Aber ist ja nun wirklich auch ein ganz. Warum sind die Vorlaufzeiten so lang? Weil das Letzte, was da ist, das Aktuellste ist aus dem März, glaube ich. Und das Buch ist jetzt erschienen. Nein, aber ist nicht zum Beispiel ein Gedanke, wo ich finde, das geht jetzt mehr hinaus, als zu sagen, wir kleben noch hinten ein paar Zeitungsartikel dran. Also sie hat ja diese Überlegung, dass die Wohnung die dritte Schicht des Menschen, also der Körper ist die erste Schicht, die Kleidung die zweite. Und sie ist Biologin von Hause aus. Und sie lebt jetzt im Exil. Also ich finde den Zusammenhang, also den Text, wo man sagt, ja, Putin-Gegnerin im Exil, aber wenn man vorher den Text hat, dass, also wie wichtig ihr eine Wohnung als Gehäuse ist und jetzt ist sie weg. Also deshalb, ich finde schon, dass Sie dieses Buch jetzt ein bisschen ungnädig behandeln. Und deshalb würde ich zum Schluss mit Frau Kupferberg sagen, doch. Es ist gut, dass es dieses Buch gibt. Und nichtsdestotrotz sind wir jetzt schockierenderweise. Aber eine tolle Zusammenstellung dieser Sendung. Darf ich sagen, diese vier Titel, fantastisch, über Kreuz. Ja. Korrespondierend. Avant la lettre. Meine Damen und Herren, erstmal bedanke ich mich bei meinen drei wunderbaren Gästen für diese sehr, sehr lebhafte Sendung. Vielen, vielen Dank, Shelley Kupferberg, Ijoma Mangold und Jakob Augstein. Meine Damen und Herren, bei Ihnen
Berlin zu Hause und bei Ihnen im Berliner Ensemble bedanke ich mich selbstverständlich auch. Wenn Sie mögen, sind wir am 31. März wieder für Sie da. Und bis dahin rate ich Ihnen, bleiben Sie noch ein wenig am Lesen. Thank you.